Ja, die heutige Bewertung gehört Volli Purba, der Evoli-Entwicklung aus Generation 4. Kam ja immer in den Zweierschritten weitere dazu, in Generation 2, in Generation 4, vielleicht wieder in Generation 6, man wird sehen. Jedenfalls sehen wir schon anhand der Fähigkeiten, die Volli Purba hat, nämlich Floraschild und Chlorophyll, dass es nach Flamara, Psyana und nach Tag ein weiteres Pokémon ist, was enorm von Sonne, Tag profitiert. Also das ist schon auffällig, wie sehr da die Evolutionen profitieren. Jedenfalls, Volli Purba. Also wie gesagt, zu den Fähigkeiten Floraschild, nochmal zur Verdeutlichung, wer heilt Statusprobleme beim Sonnenschein und Chlorophyll verdoppelt die Init beim Sonnenschein. Und ich kann zu der versteckten Fähigkeit wirklich raten. Wenn man sich die Werte anschaut, sieht man gute Verteidigung. Da ist der 130er Wert, hoher Angriff. Und die Init ist ganz okay eigentlich. Aber natürlich mit Chlorophyll nochmal verdoppelte Init hat man dann ja wirklich noch höhere Durchschlagskraft. Das kann einem dann schon wirklich sehr helfen. Und ja, ich werde gleich sagen, wie ich ihn spielen würde. Also, wie gesagt, erstmal Sonnentag. Und ich täte, würde ich gleich mit Sonnentag anfangen. Es gibt gute Chancen, dass man zuerst angreift. Falls nicht, muss man sich auf die relativ gute Verteidigung verlassen. Das Problem ist halt, als Pflanzen-Pokémon hat es viele Schwächen. Das war aber schon immer so. Bei jedem Pflanzen-Pokémon. Aber, wie gesagt, da kann es wirklich von der Verteidigung profitieren. So, Sonnentag. Dann Schwerttanz. Schwerttanz zu ein oder zwei machen, um den Angriff zu verstärken, und Synthese noch dazu. Man mag sich jetzt vielleicht denken, ja, man tut den Angriff ja gar nicht ausnutzen, der ziemlich hoch ist, sondern, aber ich kann euch eins sagen, die Laubklinge, die ihr danach mit ihm macht, sollte so ziemlich alles erledigen können. Und natürlich, es gibt Sachen, gegen die kann Pflanze vielleicht nicht so viel machen, aber trotzdem muss dann ein bisschen auf Risiko gehen. Und wie gesagt, Sonntag, Synthese, Schwerttanz, Laubklinge ist eine durchaus gute Kombination, mit der man Volli Purba wirklich gut einsetzen kann, im Zusammenspiel mit Chlorophyll. Items, entweder natürlich Heißbrocken, um den Sonntag lang aufrechtzuerhalten, oder Überreste, was gut zu seinen defensiven Werten passt. Und ja, da hat man ein ziemlich ausgeglichenes, gutes Pokémon, für mich eines der besten Pflanzen-Pokémon, eben weil die Verteidigung so gut ist und der Angriff trotzdem ja, einigermaßen was taugt und es sogar noch eine ganz gute Schnelligkeit hat. Also ich bin Volli Purba cool. Und ich habe es noch nicht gesagt, aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese versteckten Fähigkeiten bekommt, nehmt einfach das Evoli, was so ein Pokémon Schwarz und Weiß 2 erhält und entwickelt es. Dann werdet ihr immer die versteckte Fähigkeit haben. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiße Edition 2, meine lieben Freunde. Ja, beim letzten Part haben wir die Rückkämpfe hier angefangen. Die ich euch alle zeigen werde von jedem, von jeder Sportart. Es gibt ja, wie gesagt, Basketball, Football, Fußball, Baseball und, Tennis. Ich hab auch schon gesagt, zu welchen Zeiten diese, die jeweiligen Sportarten stattfinden. Du musst einfach ein paar von Rayona City reinschauen und was soll man gegen sowas machen? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, da kann man fast nichts machen. Und wie gesagt, bei jeder Sportart einmal. Das kann man dann auch gut aufteilen auf unterschiedliche Tage. Jedoch sind immer nur die drei Sportler hier drin gleich. Die zufälligen Trainer variieren. Da habe ich beim letzten Mal schon angefangen, ein paar aufzuzählen und was für Items sie geben. Beziehungsweise im Moment nur die normalen Sportler und eben den Pilot, den man hier nach der Ruhmeshalle treffen kann, der einem einen Flottball gibt. Diese gesamten Trainer kann man erst nach der Ruhmeshalle hier treffen. Ansonsten würde das wenig Sinn machen. Man ist so relativ einfach seine Items farmen könnte. Da wartet man natürlich bis nach der Liga. Und außerdem kann man vor der Ruhmeshalle, beziehungsweise bevor man die Top 4 besiegt hat, hier nur ein paar. Was denn eigentlich genau? Also nur gegen die Sportler kämpfen und eben Doppelkämpfe. Entweder gegen die beiden oder gegen die beiden. Das variiert dann, genau. Weitere Trainer. Ein Angler,
gibt einem einen Tauchball, wenn man ihn besiegt. Ein Raufbold gibt einem einen Finsterball, wenn man ihn besiegt. Also relativ gute Belohnung hier. Wenn man einen Arbeiter besiegt, nur im Winter gibt er einem ein Indigo-Stück. Wenn man einen Arbeiter im Frühling, Sommer oder Herbst besiegt, gibt er einem ein Gelbstück. Also im Winter deutlich besser, den haben wir jetzt halt leider nicht, aber diese achte ich als die deutlich bessere Alternative. Und scheiße, man, zwei solche betriebene Normal-Pokémon. Musste das denn sein? Oh Mann. Ja, das ist... Komm, erledige wenigstens Bisofunk, bitte. Zum Glück ist die Webcam nicht an, mein Gesicht möchte ihr nicht sehen. Okay, es gibt auch Hausmeister drin, gegen die man kämpfen kann. Die geben einem nach der Ruhmeshalle ein Grünstück. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Millionen Schaden das jetzt schon wieder macht. Diese normalen Pokémon kotzen mich an, ey. Genau, verpisst euch. Jetzt in letzter Zeit sind es echt zu viel Bisofunk und Bisbark. Also vor allem Bisofunk habe ich dann so richtig die Schnauze voll. Genauso wie von Giotesto, aber... Giotesto chillt jetzt wenigstens und Bisofunk meint, hinter jeder Ecke auftauchen zu müssen. Ich hab genug. Verstanden? Genug von dir. Finito. Genau. Ein Wanderer gibt einem ein Purpurstück, wenn man ihn besiegt. Ein Ass-Trainer, ein AP Plus, das ist geil. Und ein Veteran, sogar ein AP Top, das ist richtig cool. Ein Pokémon-Fan gibt einem einen Top-Trank. Ein Pokémon-Ranger. Und ein Backpacker geben einem einen Top-Schutz. Und jetzt kommt dieser Trick ins Spiel. Ein Pokémon-Züchter und eine Erzieherin geben einem ein Sonderbonbon. Bei der Erzieherin ist es natürlich gut, aber beim Pokémon-Züchter kommt eben dazu, dass man jedes Mal neu gegen ihn kämpfen kann. Und das ist auch hier so. Das ist der einzige Trainer, den man Endosoft herausfordern kann. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler im Gamecode ist oder tatsächlich so geplant war. Jedenfalls... Rummeln Sie das Sonderbonbon, geht raus, wieder rein und man kann erneut gegen den Pokémon-Züchter kämpfen. Macht man dann so lange an einem Tag, wie man die Sonderbonbons braucht, nimmt man ein Team mit, was man relativ schnell besiegen kann. Wenn man sich nur auf einen konzentriert, sollte das nicht so schwierig sein und ja. Da kann man sich sehr, sehr einfach Sonderbonbons machen. Das ist echt eine geile Methode, wie man das machen kann. Man sieht aber halt nur ein Schwarz, zwei in Weiß, zwei, weil nur da diese Items vergeben werden. Das war in... Pokémon Schwarz und Weiß noch nicht so, da hat man sich noch nicht so drum gekümmert. Aber gut. Jetzt brauche ich aber mal wieder Medizin. Achso, der ist tot. Okay. Ja, dann hier und hier. Hm, genau. Ein Servierer oder eine Serviererin oder eine Bäckerin geben einem eine Kumu-Milch. Es gibt auch günstigere Methoden, die zu kriegen, aber man nimmt es natürlich mit, man zahlt ja nichts für. Ein Aether kriegt man von einem Forscher oder einer Forscherin. Mit einer Lady bekommt man eine Perle, die man für Geld verkaufen kann. Leider ist eine Perle an sich nicht so viel wert. Da war eine Riesenperle, die man von einer Dame bekommt. Die ist dann schon einiges wert. Kann man gut verkaufen. Von einem Schnösel bekommt man Sternenstaub. Ist in einem ganz okayen Bereich, was preislich angeht. Jedenfalls wird er durch das Preisgeld nochmal gut gesteigert. Ein Gentleman gibt einem sogar ein Nugget. Wisst ihr, wo man die verkauft? Ein Schwarzgurt und eine Kämpferin geben einem eine Kraftwurzel. Ein Vorschüler ein Pokewedel und eine Vorschülerin eine Pokepuppe. Diese Items, ihr erkennt ja meine Meinung, es ist komplett sinnlos, dass man zweimal diese Items hat, weil es ist einfach absolut das Gleiche. Aber gut, ein Doktor gibt einem eine Top-Belebung, auch sehr, sehr genial, weil es die eben limitiert gibt und eine Pflegerin eine Top-Genesung. Kostet eigentlich auch viel Geld, spart sich einiges. Und hier haben der, ja, Überball. Also es lohnt sich wirklich sehr, sehr hier zu trainieren, vor allem eben am Anfang, direkt nach den Top 4. Damit man ein bisschen ein Levelpolster gewinnt. Zwar ist, wie gesagt, die Levelkurve gut umgesetzt. Jedoch sind es eben nicht ganz so viele Trainer, die man besiegen kann. Ihr habt gesehen, Route 15 war da ein bisschen kleiner als die sonstigen, als die anderen Routen. Genauso ist auch die Traineranzahl ein bisschen zurückgegangen. Und ja, da muss man jetzt eben aufpassen, dass man alle 6 Pokémon einigermaßen auf ein richtiges Level bringt. Deswegen... helfen die einem und man kriegt nebenher nicht nur
auch noch Geld und Items. Warum ich euch hier die finale Version zeige nun, ich denke, es gehört einfach dazu, das auch mal in einem LP unterzubringen. Ich habe in Pokémon Weiß ja aufgegeben. Er hat auch einfach, ja, die Tatsache, dass Pokémon Weiß 2 vor der Tür schon das LP mal enden musste. Und ich einfach nicht damit gerechnet hatte, dass es so lange dauert. Und Piso Funk, Alter, kann der mich nicht in Ruhe lassen? Das ist wirklich so schwer, dass er sich einfach mal verpisst. Also sorry, aber letzter hatten wir so viele Bisofangs. Ich könnte durchdrehen, wenn ich den länger sehe. Hau ab! Das hat fast schon. Das hat fast schon Elementaffenausmaße. Und dann bleibt dem immer irgendein Scheiß über. Gut, wenigstens setzt das Schwerttanz ein. Solange es keine Top-Genesung kommt, bin ich auch zufrieden. Okay, okay. Ist das ja gut. So, der wäre erledigt. Der macht mir keine Probleme mehr. Und ich erhalte ein Calcium. So. Und wer immerhin das Sportstadion hier abgeschlossen. Ich glaube, ob sich der Dialog verändert hat. Aber ich glaube nicht. Trotzdem einfach fürs Protokoll. Okay. Ja, es ist ein sinnfreier Dialog von ihm, weil mir deswegen ist so groß geworden, weil ich immer vor der Basketball zu spielen. Sag mal, triffst du das Ding mal? Basketball zu spielen, aber gut. Begeben wir uns nun in Richtung Sportstadion, sondern in der Sporthalle. Das Stadion ist ein bisschen größer, nicht abschrecken lassen. Mehr Trainer sind da auch nicht, immer die gleiche Anzahl Trainer. Aber ja, ist alles ein bisschen mehr verteilt, würde ich mal sagen. Dum, da, dum, dum, dum. So, hast du irgendwas für mich? Ja, ja, okay, ich hab was. Und was ist es? 20 besiegt. Okay. Einfach leer gefegt. Interessant. Sehr interessant. Aber gut, was für Errungenschaften es alles gibt, sehen wir da noch. Vielleicht finde ich ein Action-Replay, mit dem ich alle freischalten kann. Da kann ich euch zumindest zeigen, was es mit allen auf sich hat. Und wie man sie bekommt. Aber, ja, da schauen wir da noch. Und, oh, ich kann es nicht betreten. Oh, okay. Das ist jetzt unerwartet. Dass ich den Scheiß nicht betreten kann. Vielleicht geht's ja heute Abend. Guck ich mal. Okay, dann machen wir eine andere Sache. Disponieren wir kurzfristig um. Und zwar Wüstenresort. Ein massiver Auflauf von Pokémon hat sich gebildet. Dann gehen wir da gleich mal hin. Ich möchte euch nämlich exemplarisch zeigen, wie das hier mit den Schwärmen funktioniert. Wenn man die Top 4 besiegt hat, gibt es jeden Tag irgendwo einen Schwarm von Pokémon, die man dass ich dann fangen kann. Es gibt jetzt nicht so viele Schwärme wie vielleicht in vorherigen Spielen, aber immerhin sie sind da und man erfährt sie relativ leicht durch diese ja, Leuchtschriftanzeige. Hat es auch schon zum Pokémon Schwarz und Weiß funktioniert? So, jetzt sind wir im Wüstenresort. Jetzt hier einfach suchen und dann sollte das Schwarm-Pokémon auftauchen. Ich verrate es euch einfach mal, es ist Hypoterus, was hier eigentlich auftauchen sollte. Da muss man dann halt, wie gesagt, ein bisschen gucken. Und ja, die Liste an Schwarm-Pokémon. Auf der Route 1, nein, Avenitia haben wir noch nicht betreten, findet man Porenta im Schwarm. Auf der Route 3, ebenfalls noch nicht betreten, finden wir Volbeat in Schwarz 2, in Illumisee in Weiß 2 im Schwarm. Auf der Route 5 findet man Natu als Schwarm. Auf der Route 6 Plusel und Minun. Ist die Route 4 hat keinen eigenen Schwarm. Das ist das östlich vom Wüstenresort. Wahrscheinlich deswegen. Jetzt frage ich mich ja schon, warum da kein Viech auftaucht. Dazu. Schwarm sollte doch ein bisschen eine höhere Chance haben. Auf der Route 7 Visenior. Auf der Route 8 Morlord, auf der Route 9 Schluckweg, auf der Route 11 Maskeregen, Route 10 hat ebenfalls kein Schwarm. Auf der Route 12 Dodu, auf der Route 13 Schwalbos, Route 15 Ibitak, Route 16 Eneko,
auf der Route 18 Hopspross, auf der Route 20 Mogelbaum, in Schwarz 2 und Pantymos in Weiß 2. Die sind ja rivalisiert worden in Diamond and Pearl. Warum, weiß ich nicht, weil die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, kommen nicht mal aus der gleichen Generation. Also alles ein bisschen merkwürdig, aber gut. Auf Route 22 Ariados in Schwarz 2 und Ledian in Weiß 2. Und da haben wir ihn. Also ihr seht, diese Pokémon tauchen ja mit relativ größer Wahrscheinlichkeit auf. Dann kann man sie fangen, wenn man will. Das ist jetzt ein weibliches Hypoterus, das ist immer schwarz. Und geht's nur mir so, oder ist diese Generation 4 Pokémon wesentlich weniger verpixelt als die anderen? Also, es sieht eigentlich sogar ziemlich gut aus. Okay, gut. Genau, hier im Wüstenressort, wie gesagt, Hippoteros, im Janusberg Noctuska, im Schrein der Ernte Phlegmon und in der Traumbrache Hypno. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, damit ihr, wenn das dann erscheint, wisst, wo genau ihr hin müsst. So, dann tät ich sagen, ja, fangen wir jetzt mit dem Nebenquest an. Oder, nee, wisst ihr was? Nee. Den Nebenquest machen wir jetzt noch nicht. Ich schließe den Part damit ab, dass ich noch ein Pokémon hole, was wir jetzt frei bekommen. Dürfte bestimmt einige freuen, denn es hat sein Oh, was soll das denn? Ich wollte doch nicht nach Rayonus City. Oh, was bin ich für ein Vollorst? Stratos City wollte ich. Denn man bekommt hier ein Evoli geschenkt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, wie gesagt, wir müssen hier in Stratos City, Quatsch. Erstmal müssen wir ein Pokémon ablegen und dann müssen wir hier in den Westen gehen. Und wir bekommen ein Evoli geschenkt. Wir können zwar auch ein Evoli fangen, jedoch das Besondere, dass dieses Evoli seine versteckte Fähigkeit hat. Das heißt, vor allem, wenn ihr es entwickeln lassen wollt und euch die versteckte Fähigkeit von den Pokémon gefällt. Ich weiß nicht, wann ich sie bewertet habe. Sollte ich aber irgendwann demnächst gemacht haben. Moment, ist das... Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, da entschuldige ich mich. Okay, wisst ihr was, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wer mir das Evoli gibt. So, dann können wir es uns jetzt holen. Hier zum zweiten Stock. So, man muss das Pokémon oder man muss einen Platz in seiner Box schaffen und dann geht es hier nach Westen. In, ja, Richtung des Gebäudes, wo nun die Traumbrauche nicht, aber wo nun die Traumforschung betrieben wird. Wir gehen nach oben und dann bekommen wir unser Geschenk charmant überreicht. Na, wie kommst du mit den Boxen zurecht? Ach ja, ich habe ganz viele Evoli. Nimmst du mir eins ab? Ja, mit dem größten Vergnügen. Dieses Evoli habe ich von einem Freund aus der Kanto-Region bekommen. Ein Evoli, und wer damit wohl gemeint ist, dürfte klar sein, Bill. Auch wenn er eigentlich in Johto wohnen sollte, laut der Timeline, aber okay. Ja, ein Spitzname für Evoli. Ich gebe einfach mal den Raben Tarzan. Na, dann machen wir es so. Rabentarzan, danke für die Unterstützung deiner Videos immer. Das ist für dich. Evoli ist ein ganz tolles Pokémon, das sich in viele verschiedene Formen entwickeln kann. Ja, und das Besondere ist, das sage ich euch sofort, dieses Evoli hat die Traumweltfähigkeit. Vorahnung. Wenn ihr es entwickelt, wird es auch seine... Der Traumweltfähigkeit ist nicht mehr wirklich, aber versteckte Fähigkeit haben, die ihr ihm dann beibringen könnt, und dann, ja, wird das Evoli, ja, also, falls die Traumwelt
oder versteckte Fähigkeit von der Entwicklung gut ist, ist das hier die beste Möglichkeit, eines zu bekommen. Gut, Leute, danke ich euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Beim nächsten Mal gibt es dann ein paar weitere Rückkämpfe. Und dann werden wir vielleicht auch schon den Zeitquest mit Black oder White Kyurem starten. Je nachdem, wie weit ich heute noch komme. Also, bis dann.